Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Nicht nur Deutschland geht heute Nacht mit der bangen Frage zu Bett. Was, wenn morgen früh die SPD-Mitgliederbefragung anders ausgeht, als die zufällig gerade aktuelle SPD-Führung das wollte? Die Frage blieb den ganzen Tag unbeantwortet. In Berlin ist so schönes Wetter, da denke man doch nur an gute Nachrichten, erklärte Andrea Nahles. Dieser Satz wurde heute mangels anderer Masse dauernd zitiert, obwohl er so wenig Sinn enthält, dass selbst die Bezeichnung Unsinn unangemessen wirkt. Konsequenzen kommen dann morgen. Erst ist die Nacht des Zählens. Es ist keine normale Maschine, sondern eine Hochleistungsschlitzmaschine, die in diesen Stunden die Kuverts öffnet. Was nötig ist, da sehr viele der gut 460.000 Mitglieder mitentscheiden wollten, ob ihre SPD Deutschland mitregieren soll. Die ersten zwei Stimmen gehen in die blaue Ja-Box. Fängt ja schon mal gut an, sagt Andrea Nahles. Fängt ja schon mal gut an. Offiziell feiern die Parteioberen das Votum als demokratisches Vorzeigeprojekt. Inoffiziell haben die meisten ziemlich Schiss. Dass ähnlich wie beim Brexit wie bei Trump das aus ihrer Sicht lange Zeit Undenkbare am Ende eintritt, dass an der Basis wie hier in Nürnberg kritische Meinungen doch in der Überzahl sind. So ein Dahinregieren führt zu nichts. Es führt zu einem viel schlechteren Wahlergebnis in 4 Jahren. Es führt zu keiner Erneuerung und da stehe ich einfach nicht dahinter. Hier in Nürnberg ist das nicht Mehrheitsmeinung. Hier stimmen die meisten pro GroKo. Und insgesamt? Die Jusos kämpften bis zuletzt gegen die GroKo. Droht nach diesem innerparteilichen Wahlkampf ein Dauerzerwürfnis? Wir akzeptieren das Votum, aber ganz glasklar ist für uns, dass diese Erneuerung der Partei kommen muss. Das haben ja auch alle zugesagt, dass wir die grundlegenden Fragen jetzt diskutieren müssen und dass wir eben eine Neuaufstellung brauchen und sind dann eben auch gespannt auf die Vorschläge, die uns die Parteiführung dann unterbreitet. Die will eben jene Erneuerung heute und morgen bei einer Vorstandsklausur auf den Weg bringen. Wie kraftvoll das gelingen kann, auch das hängt wohl davon ab, was hier bis morgen früh passiert. Ob mehr Zettel in die blauen Kisten fallen oder doch in die grauen. Wenn das aus Sicht der Union und mindestens der Führung der SPD schief geht, dann wird morgen viel über den Plan B geredet werden, über den heute alle lieber schwiegen. Das wird heftig durcheinander gehen. Dabei hat erst mal nur einer was zu sagen, der Mann im Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er wäre dann am Zug. Er könnte dem Parlament Angela Merkel als Kandidatin zur Kanzlerwahl vorschlagen. Selbst wenn sie in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit verpassen sollte, so würde ihr im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit reichen. Danach liegt laut Verfassung die Entscheidung wieder beim Bundespräsidenten. Er darf dann das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Oder er ernennt Angela Merkel zur Kanzlerin. Als Kanzlerin einer Minderheitsregierung könnte Merkel eine dauerhafte Duldung mit anderen Fraktionen vereinbaren oder mit wechselnden Mehrheiten regieren. Jedes Gesetz muss eine Mehrheit finden. Eine Minderheitsregierung durch die Union müsste für jedes Gesetz 109 Stimmen hinzugewinnen. In Deutschland gab es schon erfolgreiche und stabile Minderheitsregierungen. Allerdings nur auf Länderebene, in Nordrhein-Westfalen etwa oder in Sachsen-Anhalt. In den Ländern, in denen es funktioniert hat, schwärmen die Parlamentarier noch viele Jahre danach von der großen Vielfalt an Möglichkeiten, die sie als Parlamentarier hatten, indem sie in jeder Frage ernst genommen wurden. Schwärmen für eine Minderheitsregierung? In Berlin gilt sie heute noch als eine Notlösung, die keiner will. Und das ist alles, was heute Abend sinnvollerweise zu diesem Thema gesagt werden kann. Morgen früh geht's weiter. Heute war